Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier bei Eskild, der inzwischen 62-jährig ist und ja, inzwischen, glaube ich, wieder so viel in der im Staatsschatz hat, dass wir eine zweite Universität stiften können, die erstes Jahr hier in, wo in Kinsarvik gebaut worden. Hier steht sie. Die zweite werden wir in Oslo stiften. Ja, die ist sehr, sehr wertvoll, teuer. 855, 1012 Tage. Jetzt will ich mal testen. Wir gucken mal, wie sich jetzt die Bauzeit verändert. Sehen wir hier genau Fertigstellung 17. Juli 1152. Wir lassen jetzt mal ein paar Tage laufen und dann bringen wir mal den Kämmerer dahin. Bauaufsicht. Ob das jetzt auch Einfluss auf die Städte hat, die in der Provinz sind, wo der Kämmerer ist oder nicht. Nein, 17. Juli 1152. Das heißt, der Kämmerer hilft wirklich nur, wenn man hier in seinem eigenen, ja, in seiner eigenen Domäne etwas macht. Ah, schade, okay. Aber gut zu wissen. Mein Essen hat in letzter Zeit seltsam geschmeckt und ich habe angefangen, immer weniger zu essen, aus Angst, vergiftet zu werden. Ich traue dem Hofspitzel nicht zu, den Giftmischer zu finden. Der Einzige, dem ich vertrauen kann, ist mein Freund. Graf Onfroy von Vexin? Okay. Der ist überzeugt, dass jemand versucht, mich zu vergiften. Der selber ist aber paranoid, der Typ. Aber okay, wir glauben ihm mal. Ich werde den Giftmischer finden und die Sache beenden. Mal gucken. Eine andere Sache habe ich noch vor. Und zwar, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir nochmal gewissermaßen, nachdem wir jetzt sehr viel über Alchemie erfahren haben, dass wir hier nochmal eine neue hermetische Kunst wählen. So. Und zwar gehen wir mal zurück zum Ursprung dessen, was wir getan haben. Gehen wir mal zurück zur Astrologie. Genau, wir werden jetzt Gelehrter, nicht mal Alchemist. Okay, mal gucken, ob es da neue Möglichkeiten dann für uns gibt. Ich glaube, wir können... Wir haben einen neuen Erben? Oh nein! Unser Sohn ist gestorben. Was ist passiert, Leute? Das ist ja tragisch. Olaf! An schlechter Gesundheit im Alter von 38. Oh nein, das ist ja schrecklich, wenn der Vater seine eigenen Kinder begraben muss. So, und der nächste in der Linie ist unser Neffe, Borgward Larsson. Ach du Schreck, von dem halten wir ja nun gar nichts. Was machen wir da? Durch den Tod von Graf Olaf wurde ich eines Lehrlings und Gehilfen beraubt. Ich werde natürlich sein Hinscheiden betrauern, konnte mich aber eines Anflugs von Erleichterung nicht erwehren, als ich die Neuigkeit erfuhr. Jetzt kann ich mir endlich einen richtigen Schüler nehmen. Wie bitte? So denkst du über deinen Sohn? Warte mal. Das ist jetzt nicht so simpel zu klären. Gräfin Helena, unsere Enkelin, erbt Hedmark. Und gut, Brunstorn. Okay, es stand jetzt auch niemand dahinter, aber was machen wir mit ihm hier? Wir könnten ihn... Könnten wir ihn zu einem Ritterorden senden? Nee, können wir nicht zum Gelübde nehmen auffordern. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Jetzt, also ich glaube, wir trauen ihm das nicht zu. Er hat gezeigt, wie illoyal er ist. Er hat einen fragwürdigen Charakter. Wir werden das so machen. Dadurch wird er entlassen werden. Der nächste ist Inge Larsson, 13 Jahre alt. Aus welcher Familie stammend? Sein Vater ist Graf Lars der Teufel und Gräfin Soniva ist die Mutter. Nun gut. Der war zwar irgendwie das schwarze Schaf, hat aber nie jetzt wirklich irgendwas gravierend Schlimmes uns gegenüber gemacht. Er ist hässlich.
Er ist läppisch, ansonsten rauflustig, manipulierbar und treuherzig. Naja, auf jeden Fall besser als dieser hier. Ich denke, wir werden das so machen. Wir werden ihn also zum Gelübde nehmen auffordern. So, damit ist er verschwunden. Wir haben einen neuen Erben. Okay. Wow. Interessante Entwicklung. Wovon redet ihr? Gift, ihr macht Witze. Dieser Eintopf schmeckt gut. Vielleicht braucht es ein wenig mehr Salz, aber da ist nichts verkehrt dran. Graf Onfroy tat meine Besorgnis ab und ließ mich mit dem Gefühl der Verlassenheit und Angst um mein Leben zurück. Der Giftmischer ist da draußen und will mich töten. Okay, wir werden paranoid, Leute. Im Alter kriegen wir jetzt eine richtig krasse Macke noch. Gut, was bedeutet das für uns? Gibt es jetzt irgendwas, was wir an unserem Handel... Ja, wir können die Tore schließen. Ja, ich denke ja. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Das ist eine gute Idee. wir fühlen uns verfolgt. Irgendjemand will uns umbringen. Wir haben Widersacher. Klar. Wir werden die Tore schließen. Als eure Waffen die Tore schließen wollen, haben sich bereits einige Angehörige des einfachen Volks draußen versammelt. Ein laut tönender Knall lässt das neugierige Geschnatter auf der anderen Seite verstummen. So, dann haben wir noch niedere Titel. Übrigens, ich hatte das letzte Mal Quatsch erzählt. Wir haben gar keinen Hoflehrer. Wir haben, deswegen haben wir uns darum gekümmert. Wir haben aber auch wirklich niemand wirklich Relevantes da. Deswegen gucken wir mal. Ich habe hier schon mal geguckt. Wer von den gebildeten Leuten in der Welt ist bereit, an unseren Hof zu kommen? Wer würde uns gefallen? Hier haben wir einen dänischen, nee, die ist zu alt, einen Franzosen-Hofkaplan. Das sind alles Katholiken. Wir haben eigentlich gemacht beliebige Religion, aber die Muslime sind auch zu weit entfernt, glaube ich. So, der scheint gut zu sein. Starker Meisterspieler, gütig, auch paranoid. Das passt vielleicht jetzt, wenn wir noch so einen paranoiden Lehrer dabei haben, der uns bestärkt in dem. Krovat. Von niedriger Geburt. Ja gut, nee, das ist irgendwie unwahrscheinlich, dass wir von dem gehört haben. Ehrlich gesagt, der ist mir ein bisschen zu weit weg. Der Hofkaplan von Posen. Das könnte vielleicht noch was anderes sein. Gebildet. Vielleicht haben wir den, über den schon mal was oder von dem schon mal was gelesen. Das passt vielleicht besser, aber der ist 65. Egal, wir holen ihn mal ran. An den Hof einladen. Der wird unser Hoflehrer. In der Einsamkeit suchen wir uns jetzt jemanden. Okay, wir haben das Vasallenlimit jetzt auch überschrieben. Vermutlich, weil wir irgendwas verloren haben. Ich bin nicht ganz sicher. Ist der Hoflehrer jetzt schon da? Ich glaube, da müssen wir noch eine Nachricht bekommen, ne? Ja, da ist er. Und damit müssten wir ihn jetzt auch zur Auswahl haben, oder? Nee. Warte mal, irgendwas habe ich da nicht kapiert. Die Winde verkünden von kommenden Änderungen. Unser Volk hat einigen unserer alten Traditionen entsagt und das Errichten von Runensteine ist eine davon. Scheinbar ist es der neueste Hit, mit Tinte auf Pergament und Velin zu schreiben. Ja gut, das ist für uns schon lange Selbstverständlichkeit. Runensteine sind vorbei. Die Zeit der Runensteine ist vorbei. Wir sind im Jahr 1150. Alvers Grau, die will den König töten. Die Herzogin von Weiss, das lehnen wir natürlich ab. Entsetzt. Aber warum kann ich ihn nicht zum Hoflehrer machen, sagt mal. Er ist doch an unserem Hof. Wir müssten ihn eigentlich auswählen können. Wir testen es nochmal, Hoflehrer. Doch, jetzt ist er da. Alles klar. Ja, du wirst mein Mann hier für diese Aufgabe. Und wir brauchen einen neuen Lehrling und da können wir ihn auch gleich nehmen. Er wird Lehrer für die anderen und er wird unser Schüler sein. Das ist genau die Rolle, in der wir uns sehen. Gut, sehr schön. Die Beziehung hier zu der Graf Azur hat sich verbessert. Und sagt mal, können wir jetzt, nee, wir können das glaube ich nicht, die Theoreme verfassen, wenn wir in Klausur sind. Das ist natürlich ein Nachteil. Insofern ist jetzt nicht mehr viel mit Bildung, aber egal, wir
Wir glauben, jemand will uns umbringen und deswegen machen wir das jetzt so. Ein Leben bei Brot und Wasser befriedigt mich einfach nicht mehr. Ich brauche etwas anderes, etwas, was den Gaumen erquickt und den Magen erfüllt. Ich habe mein Fasten mit Wein und Wachteln gebrochen. Wir sind nicht mehr gemäßigt. Ja, gut. Das ist okay. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen einen neuen Befehlshaber. Da haben wir Holmger, guter Bürgermeister. Wir haben einige Bürgermeister, die hier sehr talentiert sind, wie mir scheint. Und der König bekommt einen silbernen Armreif, von wem auch immer, durch was auch immer. Aber sowas spricht sich rum. So, Astrid könnte ein Auge auf mich geworfen haben, aber wir sind jetzt total paranoid. Das machen wir nicht. Gerade bei solchen Sachen kann ja schnell mal was passieren. Nachdem ihr viel Zeit mit nur einer kleinen Gruppe an Menschen verbracht habt, überraschen euch eure Gefühle für Beata. Während dieser schweren Zeit habt ihr sie gut kennen und zu verstehen gelernt. Sie passt auf vielerlei Ebenen zu euch und ihr genießt eure gemeinsame Zeit. Beata, eine Hoffrau von niedriger Geburt, 34. Geduldig, ebenfalls ehrgeizig, keusch, gefräßig, ehrlich und fett. Auf jeden Fall sind wir enge Freunde. Können wir irgendwas mit Beata machen? Klingt komisch, ne? Aber können wir nicht. Vielleicht ergibt sich das von selbst. Warten wir es mal ab. Ja, da harrt er nun der Dinge, die da kommen mögen. Voller Angst. Und die Zeit verstreicht. Und nichts passiert. Die Frage ist, wann ist ein Zeitpunkt, wo er sich vielleicht doch wieder rauswagt? Oder ist das jetzt ein Dauerzustand? Annehmlichkeiten trotz Klausur. Nach einem herzhaften Frühstück stoßt ihr einen zufriedenen Rülpser aus und lobt eure Weitsicht, die Speisekammern von Bergenhus stets gut gefüllt zu halten. Doch gerade als ihr den Mund schließt, fällt euch der plötzlich äußerst panische Blick eures Dieners auf. Herzog, ihr habt soeben den letzten eingelegten Wildschweinkopf verspeist und alle unsere anderen Vorräte gehen rasant zur Neige. Außerdem, euer Diener schwadroniert weiter, doch ihr seid zu bestürzt, um zuzuhören. Keine eingelegten Wildschweinköpfe mehr? Okay, die Nahrung wird knapp. Gut, wir werden sicher nicht hier uns tothungern, das ist klar. Gemäßigt sind wir nicht mehr. Fett, beziehungsweise gefräßig allerdings auch nicht. Ich denke, bei der nächsten Schwierigkeit werden wir das Ganze beenden. Ihr habt ganz Bergenhus durchsucht und seid zu der Erkenntnis gelangt, dass wirklich keine eingelegten Wildschweinköpfe mehr vorrätig sind. Und nicht nur das, auch alle anderen Vorräte sind nahezu erschöpft. Euer Diener hätte euch ruhig darüber aufklären können. Okay, die Gesundheit aller Leute sinkt. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir die Tore öffnen. Man wird uns vermutlich überredet haben, dass doch keine Gefahr besteht, oder? Wir werden gleich mal ein paar Theoreme schreiben. Okay. Ein Seliger ist verstorben. Olafede. Oh, unser Sohn wird selig gesprochen. Lebte ein frommes Leben und folgte dabei dem Vorbild von Gott. Zu Ehren von Olaf wird eine große Zeremonie vom Papst angehalten, um das Leben zu feiern, das er lebte. Ein tugendhaftes Vorbild für einen wahren katholischen Gläubigen. Der Papst wird seinen Namen zu den Heiligen christlich alter Tage schreiben. Eine Bastion der Frömmigkeit im Leben und ein unerschütterliches Vorbild im Tod. Gesegnet sei die Erinnerung an ihn nun in den Armen von Gott. Okay, die Familie, wir bekommen Pietät. Die Meinung verändert sich. Positiv. Nein, er ist tatsächlich heiliger geworden. Er ist nicht nur selig gesprochen worden. Wartet mal. Blutlinien. Wo sehe ich die nochmal von den anderen? Es gab irgendwo einen Ort für die Blutlinien. Ich habe ihn vergessen. Irgendwo sah man die anderen Blutlinien, aber wo war das, Leute? Aber sag mal, wenn mein Sohn... Wenn mein Sohn... Wie sieht es denn aus mit den Kindern meines Sohnes? Haben die denn eine aktive Blutlinie?
Nee. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Beobachten wir das mal weiter. Aber irgendwo, es gab eine Übersicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Es gab eine Übersicht über diese Blutlinien. Wo war das verdammt nochmal? Gibt es hier nicht auch in der Chronik? Nee. Im Archiv möglicherweise. Gibt es hier eine Übersicht? Wunder der Welt? Blutlinien, ja. Tatsächlich. Aber das war nicht die Übersicht, die ich meinte. Egal. Ranwald. Hier ist sie aber nicht aufgeführt. Möglicherweise hat seine Heiligsprechung keine Blutlinie zufolge. Könnte sein. Okay. Ist ein bisschen merkwürdig. So, Andersko, die will uns immer noch zum Kommandanten machen. Wie absurd. Oh, und das Werk, das erste Werk ist vollbracht. Direkt schon wieder mein Werk über das geheimnisvolle Elixier der Unsterblichkeit ist fertig. Und es ist absolut durchschnittlich. Es behandelt das Konzept sowohl hinsichtlich der Unsterblichkeit als auch hinsichtlich der Anwendung zur Behandlung von Krankheiten aller Art. Und es beschreibt die potenziellen Verfahren zur Herstellung. Es ist absolut durchschnittlich. Mal gucken, was die Kollegen dazu sagen. Ja, er empfiehlt es. Er empfiehlt es auch. Okay, die sind alle zu höflich, vermutlich. Die wagen es nicht zu sagen, das ist eigentlich nur durchschnittliches Geschreibe. So, hier haben wir mal nicht erfolgreich agiert. Auf Druck einer mächtigen Fraktion hat König Anders von Schweden die Macht des Rates erhöht. Wie ist denn eigentlich in Schweden die Rechtssituation, die Gesetze in Schweden? Sehen wir das irgendwo? Ist das das schwedische Gesetz? Ich sehe hier im Moment nur, dass der Herrscher alles kann, außer die Kriegserklärung. Vielleicht war das vorher anders. Vielleicht konnte er da sogar die Kriegserklärung selbst machen. Bin ich mir gar nicht bewusst. Okay, jetzt hatten wir mal wieder Erfolg bei Fremden. So, jetzt möchte jemand. Ach, hier, Gott, diese Lilliki. Wir quatschen uns raus mit unserer diplomatischen Fähigkeit. Die wird nichts bekommen. So, Godi hat was übertragen bekommen. Ich finde es seltsam, dass die katholischen Priester Beata ständig belästigen. Okay, unsere Freundin. Wir geben ihr natürlich sehr gute Hinweise, wie sie mit der Kirche umgehen kann, das ist klar. Außerdem wurde unser Werk bestätigt in der hermetischen Gesellschaft. Wir gucken noch mal rein. Oh, wir sind jetzt tatsächlich die Nummer 2. Wir haben Scheich Samir überholt. Wir sind irgendwie noch mal besser geworden. Ich weiß nicht, wodurch. Möglicherweise durch diese Theoreme jetzt. Die erhöhen nämlich den Bildungswert und der wurde dann modifiziert und auf jeden Fall sind wir vor ihm. Tja, aber halt nein, das ist ja noch. Ich sehe gerade, der ist schon Magus. Oh nein! Er ist es vor uns geworden. Ja, wir haben ihn überholt, aber zu spät. Das ist die Erkenntnis. Oh mein Gott. Wir haben so viel esoterisches Wissen, aber es gibt, ich habe mir das schon geguckt, es gibt eigentlich wenig Sinnvolles, was wir im Moment damit machen können. Er trank von Eudaimonia. Wir haben keinen deprimierten und gestressten. Zumindest keinen relevanten im Hofe. Zukunft deuten. Haben wir auch schon gemacht. Können wir das eigentlich nochmal machen? Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Das können wir mal in Angriff nehmen. Ansonsten Horoskop erstellen. Wir haben keine jungen Kinder mehr. Eine neue hermetische Kunst hatten wir gerade gewählt und ein Magnus Opus. Das ist schon, das kann man nur einmal in seinem Leben schreiben. Insofern gibt es da nicht mehr viele neue Möglichkeiten. Ich stelle die Schale vor mich an und warte, bis das Wasser vollkommen still ist. Wir machen wieder Wahrsagen. Wir werden Zitronengras nutzen, um ein Muster zu formen. Es dauert eine Minute, aber dann bin ich mir sicher, ich sehe einen Löwen, oder? Nein, es ist eine Frau mit dem Kopf eines Löwen. Wow. Ein eindeutig gutes Omen, und zwar Kriegskunst und persönliche Kampffertigkeit, eine ermutigende Vision. Ob wir das noch nötig haben werden hier in unserem hohen Alter? Das ist die große Frage.
Wir machen noch mal ein Sommerfest, an die guten alten Zeiten zu erinnern. Okay, das ist ein Erbe, das nicht so interessant ist. Die Fatzken sind wieder unterwegs. Wie steht's um unseren Nachfolger? Der ist 15, er wird bald erwachsen. Ach du Schreck, er ist dümmlich. Oh nein, das kann nicht sein. Können wir es akzeptieren, einen Dümmlichen? Wir haben ihn jetzt wahrscheinlich kennengelernt. Das ist doch das Schlimmste, was für unseren Eskild irgendwie denkbar ist. Einen dümmlichen Nachfolger. Wer käme dann? Rane Klaasson, der ist Hofkaplan. 31. Er ist auch nicht sehr gebildet. Gierig, zynisch, hinterlistig. Oh mein Gott. Graf Albrecht von Trego haben wir. Der ist schon ein bisschen gebildeter, aber ist auch eine sehr fragwürdige Figur. Also Leute, angesichts der Alternativen hier, ich hatte überlegt, ob ich ihn auch nochmal irgendwo hinschicke. Würde im Moment gar nicht gehen, aber das ist ja ein Trauerspiel. Okay. Als mich der Stadtrat um Erlaubnis für ein Sommerfest bat, konnte ich ja nicht ahnen, dass ich dies später bereuen würde. Ein vor meinem eigenen Landvogt abgehaltenes Marktgericht verurteilte, einen meiner Vasallen in einem Fass über den Rathausplatz gezogen zu werden. Oh mein Gott. Ja, den Leichtsinn kann ich kaum fassen. Das lassen wir mal so. Gut. Affendompteur. Das kennen wir schon. Graf Alfs Meinung, das geschieht ihm recht. Genau so antworten wir darauf. Okay, das Sommerfest ist zu Ende. Und es gibt tatsächlich einen Krieg nochmal. Prinz Tormod der Grausame. Aha, der isländische... Was ist er denn überhaupt? Kleinkönig? Kleinkönigreich Island hat tatsächlich dem schwedischen König den Krieg erklärt. Und zwar... geht es um Gudbrandsdalen, schon wieder um eine unserer Gebiete. Das ist ja unglaublich. Und was ist hier? Achso, das ist immer noch dieser Krieg hier. Ja, gut, also das Alter wird nicht irgendwie ruhiger, zumindest für Eskild nicht in jederlei Hinsicht. Wir sind aber ans Ende der Staffel gekommen. Wir werden also mit ihm noch weitermachen. Und die ganze Erbschaftsfrage wird uns dann weiter beschäftigen. Also er ist ja wirklich eine denkwürdige, unglückliche jungen Figur, gestresst auch noch, treuherzig, dümmlich, manipulierbar wird er auch noch sein und hässlich. Das wird eine der schlimmsten Nachfolger, die wir je hatten. Aber was danach kommt, ist auch irgendwie ein Trauerspiel. Was bedeutet das was bedeutet das für dieses Riesenherzogtum, für die Herzogtümer? Wir schauen uns mal kurz nochmal in der Welt um. Erst einmal gucken wir uns nochmal König Anders an, der 60 ist. Nach wie vor scheinbar ebenfalls fit, obwohl er gestresst ist. Ihm wird nachfolgen Prinz Rolf, unser Neffe. Den hatten wir uns schon mal angeguckt, der ist 21. Ja, naja, es gibt schlimmere, zum Beispiel unsere Nachfolger. Der scheint ganz solide zu sein. Wir gucken mal hier in die Nachbarschaft. Wir sehen das Königreich der Suomi stabilisiert. Sie haben sich, glaube ich, hier noch ein paar Ländereien dazugeholt. König Susi von Suomi. Der sieht gar nicht aus wie Susi. Ist es aber. Okay, hier in Dänemark gibt es einen riesigen Bürgerkrieg. Noch ist Päivi von Dänemark hier dabei. Wer revoltiert? Päivio. Auch ein Finne. Also ein finnischer Konflikt hier um Dänemark. Okay. Das hier ist wie gewohnt ein bisschen zerfasert. Die Schotten haben hier offenbar Probleme. König Raffan, der Zweite. Ein innerschottischer Krieg, gegen den er dort verteidigt. Okay, das scheint stabil zu sein und die Iren auch absolut stabil. König Manschan ist hier immer noch König, verheiratet mit unserer Halbschwester Königin Märta. Das scheint absolut solide zu sein.
Frankreich ist kleiner geworden. Allerdings auch das Königreich Deutschland hat hier einige Gebiete verloren, offenbar an die Normandie, wie wir sehen, die unabhängig ist. In Frankreich ist Louis der Dritte König. Nachfolger. Oh, in der Nachfolge wird das tatsächlich an den von Arstein fallen, wenn es zu einer Nachfolge kommt. Ich meinte, die beiden können gut und gerne viele Kinder noch bekommen. Aquitanien. Da haben wir König Adelinde. Was macht hier unser Verwandt oder unsere Verwandte, Herzogin Sarah? Steht offenbar treu an der Seite der Königin. So wie es aussieht. Die Provence ist komplett unabhängig. Hier liegt der Wolf kasarisch, altaisch, geführt das Ganze. Und orthodox, auch interessant. Asturien scheint hier doch relevant größer zu werden, wenn ich das richtig sehe. Simonetto der Großmütige, 29 Jahre alt, führt Asturien. Sardinien hat sich unabhängig gemacht, glaube ich. Das war es, glaube ich, nicht immer, bin mir nicht ganz sicher. Und Italien hat vielleicht auch ein bisschen expandiert hier. Königin Virginia von Italien, 6 Jahre alt. Auch noch eine gute Partie, keinen Verlobten. So, der Kirchenstaat ist hier isoliert übrig geblieben. Dann haben wir das riesige Byzantinische Reich, wo es sich oft nicht lohnt hineinzugucken, weil hier so viele wechselnde Mächte immer am Start sind. Ja, ansonsten die üblichen verdächtigen. Pommern ist trotzdem nochmal wieder ein bisschen stärker geworden, hatte ich das Gefühl. König Aaron, der Boshafte, 61. Und dann haben wir hier die Polen, aber auch hier eine Rebellion. So wie es aussieht. Ja, das steht noch sehr unentschieden. Also da kann sich noch ein bisschen was entwickeln. Bayern sehr, sehr lang gezogen. Gebhard II. Von Bayern, hier eine der wichtigen Figuren in der deutschen Politik. Okay, den Rest seht ihr auf diese Weise. Ich würde mal sagen, dann beenden wir dann an dieser Stelle mal wieder die Folge und die Staffel. Und wir werden Eskild noch einmal wiedersehen. Ich bin sehr gespannt, wie alt er dann werden wird. Mit 63, ohne irgendwelche Anzeichen und Probleme. Ja, mal gucken, das kann was werden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinball.